Genossinnen und Genossen, es ist mir eine Ehre, heute hier zu euch sprechen zu können. Dieses Meeting versammelt Arbeiter und, wie wir sehen können, sehr wichtig, Jugendliche aus allen Teilen Europas, sei es, dass sie hier im Saal teilnehmen oder ihre Grußadressen gesandt haben, auf der Grundlage des Aufrufs an die Gewerkschaften und Sektionen der Labour Party, an die britischen Arbeiter, die entgegen der Anweisungen ihrer Führungen und des Europäischen Gewerkschaftsbundes beschlossen haben, dafür aufzurufen, am 23. Juni dafür zu stimmen, dass ihr Land die EU verlässt. Dieses Meeting ist unsere entschlossene Demonstration für den Bruch mit der EU, ihren Diktaten und ihren Institutionen. Und deshalb senden wir von hier aus unsere solidarischen Grüße an die britischen Arbeiter und ihre Organisationen, die für den Austritt ihres Landes aus der EU kämpfen. Dieses Meeting findet nicht statt außerhalb von Raum und Zeit. Es findet jetzt und in Frankreich in Paris statt. Es ist deshalb zugleich auch die entschlossene Demonstration an der Seite des Kampfes der französischen Arbeiterklasse gegen die Regierung von Hollande-Valls, der Konterreform des Arbeitsgesetzes und der Umsetzung der Diktate der EU nach dem nationalen Reformprogramm Frankreichs im Rahmen des europäischen Semesters. Es ist deshalb richtig und bedeutend, dass dieses internationalistische Meeting hier und jetzt stattfindet. Wir haben, nachdem 31 Gewerkschaftsverantwortliche und Labour-Mitglieder am 17. Februar im Guardian eine Erklärung veröffentlicht haben, die Diskussion um den Aufruf eröffnet. Denn sie haben ausgedrückt, was wir alle tagtäglich in unseren Kämpfen erfahren. Die EU ist unumkehrbar der Privatisierung, dem Sozialabbau, dem Niedriglohn, der Erosion der Gewerkschaftsrechte verpflichtet und deshalb ist sie den Kapitalisten unbedingt wertvoll und sie treten dafür ein. Wir haben eine weitere Erfahrung gemacht. Unbedingt für die EU sind auch die Führungen unserer Organisationen. Sie werden nicht müde, die EU als friedenssichernden Rahmen zu preisen, wobei sie die untrennbare Verbindung zwischen der NATO unter Führung des US-Imperialismus und der EU, ihre Kriege in Jugoslawien im Nahen und Mittleren Osten auf dem afrikanischen Kontinent verschweigen. Und im Namen eines sozialen Europas verteidigen diese Führungen die EU und ihre Institutionen, die als antidemokratische Gebilde allein dem freien Markt verpflichtet sind und gerichtet gegen den Willen der Mehrheit. Die Mehrheit, das sind wir, die Arbeiter und Völker. Wir wissen alle, wenn das schwächste Glied einer Kette von den garantierten Rechten aller Arbeiter ausgeschlossen wird, werden alle die Nächsten sein, die diesem Angriff gegenüberstehen in jedem Land. Einige sehen nach dem Deal zwischen Tusk und dem EU-Rat und Cameron gegen die EU-Migrantenarbeiter, die um ihre sozialen Rechte betrogen werden sollen, die britische Arbeiterbewegung erkämpft hat, das Ende der sogenannten Freizügigkeit und der europäischen Mobilität der Lohnabhängigen. Und natürlich übernimmt die sozialdemokratische Arbeitsministerin in Deutschland diesen Deal gegen die Migrantenarbeiter und Flüchtlinge im Rahmen ihrer Politik der Zertrümmerung der Tarifverträge. Aber es geht dem Kapital nicht um das Ende der sogenannten Freizügigkeit, sondern es geht allein um die Neujustierung seiner kapitalistischen Grundfreiheiten im Binnenmarkt der EU, die wir alle wissen, keine Freizügigkeit der Arbeiter in Europa und ebenso wenig das uneingeschränkte Streikrecht kennen. Es geht darum, die Tür, die die britische Arbeiterklasse aufstoßen kann, verbreitet Furcht. Man weiß nicht, was dann kommt. Selbst bei denen, die ansonsten immer ihre formale Ablehnung der EU vortragen. Uns wurde von sogenannten Linken entgegengeschleudert, dass wir im Kampf für den Bruch mit der EU das Recht der britischen Arbeiter, was das Recht der britischen Arbeiter ist, den Befürwortern des Brexit in der Londoner City und einer ganzen Fraktion der britischen Bourgeoisie eine Abdeckung geben würden. Dass wir die Arbeiterklasse von ihrem Kampf gegen Cameron ablenken würden, etc. Hier begegnet uns in radikaler Phrase
die vollständige Revision des Kampfes für den Bruch mit der EU als linke Abdeckung der Apparate mit dem Hinweis auf die Stimmen der Rechten, die die EU verteidigen. Also, Kolleginnen und Kollegen, helfen wir dabei, dass die britische Arbeiterbewegung in der Abstimmung am 23. Juni einen Sieg erringen kann. Das würde zweifellos eine neue Perspektive eröffnen, eine Perspektive der Befreiung Europas von den Diktaten der Schuldenbremse und der antisozialen Politik der Zerstörung der Renten, der Bildung, des Gesundheitswesens etc., der Senkung der Kosten der Arbeit durch Lohndiktate, Tarifflucht und Zertrümmerung der Arbeitsgesetzbücher. Eine Perspektive im Interesse der Arbeiter und der Jugend auf dem gesamten Kontinent im Rahmen eines Europas der freien Völker und ihrer freien Kooperation im vollen Respekt vor der Souveränität der Nationen.